Jugendhakt gibt es schon seit 2013. In Deutschland gibt's die, ist da gestartet worden, wie schon gesagt, sind zuerst in Berlin oder so, haben die erste Veranstaltungen gemacht, es ist dann immer mehr geworden, immer mehr Bundesländer sind dazugekommen und irgendwann ist das südlichste Bundesland, nein, haben wir Jugendhakt Schweiz gegründet, genau sozusagen, haben uns dem angeschlossen, zusammen mit den Österreichern vor 2013 hat es allgemein gestartet, 2016 haben wir dann gestartet in der Schweiz. Zuerst in Zürich und jetzt die letzten zweimal sind wir eben da in Schaffhausen zu Beringen. Und es ist immer wieder eine Challenge halt, das Ganze auf die Beine zu stellen. Aber es ist auch einfach, wenn man dann die Projekte sieht und eben wie es Sadia vorher schon gesagt hat, wenn ihr seht, was in einem Tag eigentlich entstanden ist, ist einfach, ja, steht man da und sagt einfach, wow, krass, ja, cool. Und da ist es einfach immer wieder, da ist eigentlich der Moment, dass Teilnehmerinnen, Teilnehmer da etwas können lernen können, gute Zeit können haben miteinander. Es gibt so eine coole Situation, wo mal war, ich glaube im Jugendhakt Ulm oder so, wo ein Teilnehmer gefragt worden ist, wie er den Jugendhakt findet, so, wann er davon haltet. Und er dann als Antwort gegeben hat, ey, es ist so cool da. Wie, die sind alle normal. Genau. Da ist manchmal schon ein bisschen ein Problem, dass man gerade so in den Nerds oder so, unter den Nerds halt alle anderen Menschen nicht so normal sind. Und dann, wenn man mal endlich eine Plattform hat oder einen Raum hat eigentlich mehr, wo einfach alle auch ein bisschen gleich ticken, ein bisschen schräg sind und da auf einfach eine sehr coole und gute Art. Und da ist da, was halt immer wieder, ja, lässig macht zum paar weiter. Genau. Jetzt haben wir als nächstes. Danke. Genau. Ein Projekt, der heißt CO2-Rechner. Wir haben wieder jemanden, der nicht gefilmt werden will, oder wir die Bewilligung nicht haben. Einfach bitte wieder keine Fotos machen. Genau. Und vorstellen, tut das Projekt oder vorstellen, gemacht haben das Projekt. Der Felix, der Anthony und der Juri. Und in dem Fall viel Spaß. Habt ihr euch schon mal gefragt, habt ihr euch schon mal gefragt, wie viel CO2 der Transport einer Banane produziert? Wie viel CO2 das gibt? Wir haben es auch nicht gewusst und eben darum haben wir diese App entwickelt. Diese App kann jetzt berechnen, wie viel CO2 der Transport einer einzigen Banane von Kolumbien produziert oder so. Es funktioniert für Handys, für Steaks, für Orangen, für alles zum Berechnen. Das ist unser Logo für die App. Das meiste vom CO2 kommt eigentlich vom Transport her, vom Herkunftsland. Das ist mit das Wichtigste, also mindestens bei unserer Berechnung. Wir haben die Produktionskosten nicht einbezogen, weil es ein bisschen zu viel wäre für ein Wochenende. Wir haben den Landweg und den Wasserweg unterschieden, weil es unterschiedliche Mengen an CO2 produziert, sowie auch Energie. Ja, wir haben am Schluss einfach einen Algorithmus gemacht, der mit halt den Daten, die man eingegeben hat, berechnet hat, wie viel CO2 herauskommt. Das Beeindruckendste für uns war halt der Riesenunterschied zwischen den Transportmitteln. Jetzt das Beispiel, wir haben das als Einheit genommen und ein Flugzeug, wenn man die Waren mit einem Flugzeug transportieren würde, würde man diese 700 Gramm CO2 herausstoßen. Jetzt der Unterschied zwischen einem Lastwagen ist halt enorm und zu einem Schiff ist es einfach noch viel größer. Zur Arbeitsaufteilung. Felix hat
den Code geschrieben und er hat es gut gemacht. Juri hat unser wunderschönes Logo gemacht. Hier, sieht man es noch. Und ich habe Felix mit dem Algorithmus geholfen, um herauszufinden, was man ausrechnen muss, dass man am Schluss die CO2-Menge bekommt. Und ich habe noch die PowerPoint gemacht. So, jetzt werde euch Juri die Demo vorstellen. Ja. Wir werden euch jetzt zeigen, wie diese App dann genau funktioniert. Ja. Zuerst müssen wir hier einen QR-Code scannen, damit diese App, Appybuilder heißt sie, überhaupt scannen kann, was das für eine App ist. Also, wir starten jetzt zuerst einmal, also wir haben hier drei Möglichkeiten, um zu berechnen. Da wäre zuerst einmal die Distanz. Hier gibt man das Gewicht des Produktes ein, sei es Bananen, Orangen oder eben Handys. Die Distanz, die es an Land, also per Lastwagen meistens zurücklegen muss. Und die Distanz per Containerschiff. Nun berechnet es hier die Anzahl an CO2, die in die Atmosphäre ausgestoßen wird, in diesem Fall hier 135 Gramm CO2. Die zweite Funktion ist, dass man ausgewählte Herkunftsländer in die Schweiz übertragen kann. Zum Beispiel jetzt, wenn man ein Kilo, zum Beispiel einfach Bananen jetzt noch, aus Südamerika kommen lässt, kann man hier in diesem Fall Costa Rica auswählen und ebenfalls berechnen. In diesem Fall 333 Gramm CO2. 414. Nein, 306. Ja, wir haben hier das Herkunftsland gewechselt, darum hat sich auch die Zahl gewechselt. Wir haben natürlich nicht von Anfang an eine so große Anzahl von Funktionen gehabt. Es hat einfach angefangen damit, dass wir mal eben herausgefunden haben, wie der Algorithmus funktionieren soll, wie rechnen wir das überhaupt aus, und dann entsteht so Schritt für Schritt eine immer genauere Berechnung und benutzerfreundliche Oberfläche, die man dann gebrauchen kann. Momentan nur als Prototyp, aber vielleicht schaffen wir es irgendwann mal in den Store. Das wäre cool. Ja. Das wär's von unserem Projekt. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Einblick gegeben, in wie so eine App langsam entsteht, und vielleicht denkt ihr auch mal beim Kauf von Lebensmitteln daran, wo die herkommen, und ja. Vielen Dank euch. Sehr, sehr, sehr schön.